Ja, schönen guten Morgen, ich grüße euch. Heute ist Freitag, der 17. Juli, und ich bin jetzt den 11. Tag unterwegs. Komme gerade von dieser Talsperre, wo ich übernachtet habe, mit ein paar Männern, die dort angeln waren, die mich dort sehr gastfreundschaftlich behandelt haben. Ja, ihr Bier und ihr Fleisch mit mir geteilt haben. Ich glaube, Fische haben sie nicht gefangen die Nacht, aber es war echt mal toll, das zu erleben. War eine tolle Gemeinschaft. Ja, und gestern war für mich sonst ein sehr, sehr schöner Tag. Ich bin also morgens von dem Campingplatz losgegangen, hab mich noch ein zweites Mal geduscht, warm, war super. Und bin dann durch eine wunderschöne Naturlandschaft gegangen, wirklich ganz viel Gräser und Blumen und habe Rehe auf dem Weg stehen sehen und ja, war einfach sehr, sehr berührend. Die Natur war sehr schön. Und ja, gestern ging es mir echt gut. Hatte ja so richtig freien Kopf mal. Bin einfach nur gelaufen und hatte auch Spaß dran im Laufen. Was ich mal merke, so, dass ich dann am frühen Nachmittag anfange, mein Sorgenprogramm zu machen. Wo schlafe ich? Wo finde ich was zu essen? Wer gibt mir was? Naja, bis jetzt hat es immer gut geklappt und ich bin noch nicht verhungert. Und habe auch gestern wieder tolle Gesellschaft gefunden. Ja, ansonsten macht mir ein bisschen eine Schwellung zu schaffen am Bein, wo ich anscheinend irgendwie so einen Stich habe. Die Bremsen und Mücken sind hier schon biestig, muss ich euch sagen. Also die quälen einen schon ein bisschen. Gut, meine Lieben, heute gehe ich dann weiter Richtung Rhön und bin jetzt endlich auf dem Weg gen Norden. So, jetzt kommt wieder ein steiler Anstieg, bevor ich jetzt gleich außer Puste bin und ihr das alle merkt. Sagt Tschüss und bis bald.